Severus Snape. Ein Charakter, welcher in der Wizarding World eine unglaubliche Sympathie erfahren hat und welcher auch zu meinen persönlichen Favoriten zählt. Er war wohl für eine der größten und tragischsten Überraschungen der ganzen Reihe verantwortlich. Heute wollen wir uns mit seinen Hintergründen und seinem leider nicht allzu rosigen Leben beschäftigen. Severus Snape wurde am 9. Januar 1960 in dem Dorf Spinner's End als Sohn von Eileen Prince, einer ehemaligen Hogwarts-Schülerin, und deren muggelstämmigen Mann Tobias Snape geboren. Die Familie lebte in eher ärmlichen Verhältnissen in einem kleinen Haus an einem Fluss. Cokeworth, die Gegend, in der er dort lebte, wird als sehr düster und schmutzig beschrieben. Schon seine frühe Kindheit muss für den jungen Severus sehr schlimm gewesen sein, denn sein Vater war gewalttätig, weshalb seine Eltern oft in seiner Gegenwart stritten und er von ihnen vernachlässigt wurde. Dieses Verhalten färbte sich natürlich auf den jungen Snape ab, sodass dieser zu dem eher kalten und herzlos scheinenden Menschen wurde, wie wir ihn aus den späteren Geschichten kennen. Diese Umstände führten schon früh dazu, dass Severus aus seinem Elternhaus weg wollte, weswegen er sich sehr auf seinen 11. Geburtstag freute, denn dort beginnt ja, wie wir alle wissen, die Schulzeit in Hogwarts. Während seiner Zeit in Spinner's End lernte er mit ca. 9 Jahren Lily Evans kennen. Zuerst beobachtete er sie nur aus der Ferne, als er aber ihre magischen Fähigkeiten bemerkte, zeigte er sich ihr und die beiden wurden schnell Freunde. Schon damals empfand der junge Severus sehr viel für Lily. Diese erwiderte seine Gefühle aber immer nur auf einer freundschaftlichen Ebene. Als die beiden dann nach Hogwarts kamen, hoffte Snape, Lily und er würden beide in das Haus Slytherin eingeteilt werden, da Snape dieses für das Beste der vier hielt. Es kam jedoch anders, denn Lily wurde eine Gryffindor, während er selbst in Slytherin eingeteilt wurde. Zu seiner Schulzeit, welche von 1971 bis 1978 dauerte, gelangte Lord Voldemort zunehmend an Macht, was viele seiner damaligen Mitschüler gut hießen. Snape hielt sich stets in Kreisen auf, welche muggelfeindlich gesinnt waren und mit Voldemort sympathisierten. Lily gefiel das gar nicht, weshalb sie sich nach und nach immer mehr von ihrem ehemals besten Freund distanzierte. Dabei spielte auch Snapes Vorliebe für die schwarze Magie eine entscheidende Rolle, denn bereits als Erstklässler in Hogwarts beherrschte dieser ein beachtliches Maß an dunklen Flüchen und Zaubern. Snape machte während seiner Schulzeit unter dem Namen Halbblutprinz, den er sich wegen seines Blutstatus und dem Mädchennamen seiner Mutter, welcher Prinz lautete, gab, Notizen in einem Buch für fortgeschrittene Zaubertränke. Diese beinhalteten Tipps, um bessere Tränke zu brauen, aber auch einige eigens von ihm entwickelte Zaubersprüche. Unter ihnen waren der Levi-Corpus-Fluch, der das Gegenüber mit dem Kopf nach unten in der Luft baumeln lässt und welcher in Snapes 5. Schuljahr in ganz Hogwarts bekannt und gerne eingesetzt wurde, der Spruch Sectum Sempra, welcher blutige Schnittwunden am Körper des Opfers hinterlässt, je nachdem, wie man den Zauberstab bewegt, der Muffliato-Zauber, der jenen in der Nähe ein Summen hören lässt, um zu verhindern, dass Leute ungewollt Gespräche mithören, und ein Fluch, welcher die Zehennägel des Gegenübers auf unnatürlich schnelle Weise wachsen lässt. Zusammen mit Snape gingen auch James Potter, Sirius Black, Remus Lupin und Peter Pettigrew zur Schule, welche die Rumtreiber gründeten. Diese schikanierten Snape oft, gaben ihm den Spitznamen Schniefelus, hänselten ihn wegen seiner Klamotten, welche wegen der Armut seiner Familie oft nicht die neuesten und besten waren, und vor allem James Potter machte es sich zur Aufgabe, Severus das Leben schwer zu machen, verzauberte ihn und stellte ihn bloß. Während all dieser Zeit versuchte Snape die Freundschaft mit Lily aufrechtzuerhalten, was ihm jedoch nicht sehr gut gelang. Wegen der Hänseleien verbrachte er viel Zeit damit, den Rumtreibern hinterherzuschnüffeln, um einen Grund zu finden, dass diese von der Schule verwiesen werden. Da diese jedoch die Karte des Rumtreibers entwickelten, mit welcher man den Aufenthaltsort jedes Menschen in Hogwarts bestimmen kann, hatten diese meist die Oberhand. Severus bemerkte bald, dass Lupin jeden Monat für längere Zeit verschwand und wollte den Grund dafür herausfinden. Sirius Black schaffte es durch einen Trick, ihn in den Geheimgang unter der peitschenden Weide zu locken, wo sich Lupin in seiner Werwolfgestalt aufhielt. Nur durch James Potter, der ihn in letzter Sekunde zurückhielt, konnte verhindert werden, dass Lupin Snape angreift und ihn vielleicht sogar hätte töten können. Snape verdankt James also in gewisser Weise sein Leben, dankte es ihm aber nie, sondern sah es so, dass James ihn nur zurückhielt, um seinen Freund Remus Lupin davor zu schützen, ein Mörder zu werden. Snape musste Dumbledore versprechen, Lupins Werwolf-Dasein als Geheimnis zu bewahren.
Später braute Snape dann sogar den Wolfsbandtrank für Remus, sodass dieser als Lehrer in Hogwarts arbeiten konnte und während seiner Verwandlungen sein menschliches Bewusstsein behalten konnte. Snapes wohl schrecklichste Erinnerung geschah in seinem 5. Schuljahr. Snape saß auf dem Hogwarts-Gelände, als James und Sirius kamen und ihn heftig demütigten. Das geschah vor allen anderen Schülern. Dabei war auch Lily, welche James und Sirius aufhalten wollte. Doch Snape befand sich in einem Anfall von Wut und Demütigung und nannte Lily ein Schlammblut. Dieses Geschehnis kann man wohl mehr oder weniger als Ende der Freundschaft bezeichnen. Snape stand die gesamte darauffolgende Nacht vor dem Gemeinschaftsraum der Gryffindors und versuchte, sich zu entschuldigen. Doch Lily wollte davon nichts hören. Sie wollte mit niemandem befreundet sein, welcher sich mit Muggelhassern umgab. So verlor Snape den für ihn wohl wichtigsten Menschen in seinem Leben. Lily heiratete 3 Jahre später James und brach den Kontakt zu Snape komplett ab. Snape beendete die Schule und wurde, wie viele seiner Slytherin-Kollegen, ein Gefolgsmann von Lord Voldemort, also ein Todesser. In welchem Umfang er bei Voldemorts Herrschaft beteiligt war, ist unbekannt, jedoch war er zu jeder Zeit mit Voldemort gutgestellt. Einmal befand sich Snape im Eberkopf einer Taverne in Hogsmeade und belauschte eine Unterhaltung zwischen Albus Dumbledore und Sibyl Trelawney, welche Dumbledore von einer Weissagung berichtete, nach welcher der, der die Macht hätte, den dunklen Lord zu besiegen, geboren werden würde, wenn der 7. Monat stirbt. Snape hörte nicht die komplette Prophezeiung, gab die Informationen jedoch an Lord Voldemort weiter. Diese Tat war ein Wendepunkt in Snapes Leben, denn Voldemort plante nun, die Potter-Familie anzugreifen und deren Sohn zu töten, und das alles nur, weil Snape ihn durch die Prophezeiung darauf gebracht hatte. Snape wusste, dass Lily ihren Sohn nicht kampflos aufgeben würde und fürchtete auch ihren Tod, an welchem er dann indirekt mitschuld wäre. Er bettelte Voldemort an, Lily zu verschonen, und dieser stimmte zu. Jedoch wusste Snape, dass er sich auf Voldemorts Wort nicht verlassen konnte und suchte Hilfe bei Dumbledore. Bei dem Treffen bat er ihn darum, Lily bzw. die Potters zu beschützen. Dieser stimmte zu. Dumbledore machte Snape daraufhin zu seinem Spion, um mehr über Voldemorts Machenschaften herauszufinden. Außerdem stellte er ihn als Zaubertranklehrer in Hogwarts an und gab ihm Unterschlupf. Doch auch wenn Dumbledore sich alle Mühe gab, die Potters zu beschützen, diese wurden von Peter Pettigrew, einer von James' besten Freunden, an Lord Voldemort verraten. Voldemort tötete sowohl Lily als auch James Potter, während ihr Sohn Harry überlebte, was zum vorläufigen Ende der Herrschaft Voldemorts führte. Harry konnte den Fall nur überleben, da Voldemort auf Snapes Bitten hin Lily die Chance gab, beiseite zu treten oder ihr Leben für ihren Sohn zu geben. Snape war nach Lilys Tod am Boden zerstört und verlor jeglichen Lebenswillen. Mehr als einmal dachte er daran, sein Leben und damit die unglaubliche Trauer und die Schmerzen, die er wegen dem Tod seiner ihm immer verwehrt gebliebenen Liebe hatte, zu beenden. Doch Dumbledore hielt ihn davon ab, indem er ihm sagte, er müsse am Leben bleiben, um Lilys Sohn Harry zu beschützen, falls der dunkle Lord eines Tages zurückkehrt. Snape, voller Verzweiflung und Reue über seine Taten, schwor Dumbledore seine komplette Treue. Im Gegenzug versprach ihm Dumbledore, niemandem etwas von der ganzen Sache zu erzählen. Als Voldemort im Jahre 1995 wieder aufstieg, arbeitete Snape erneut als Spion für Dumbledore und gab sich als Todesser aus. Gleichzeitig beschützte er Harry. Diese sehr schwierige Aufgabe war alles andere als dankbar, denn auf der Seite der Todesser wurde er wegen seiner jahrelangen Arbeit für Albus Dumbledore gehasst. Auf Dumbledores Seite wollte ihm, bis auf Dumbledore selbst, wegen seiner Vergangenheit als echter Todesser niemand so recht vertrauen. Für die nächsten 16 Jahre war Snape also Lehrer in Hogwarts und Hauslehrer von Slytherin. Sein Unterrichtsstil basierte auf Einschüchterung und Demütigung der Schüler. Trotzdem muss man sagen, dass seine Schüler stets gute Leistungen in ihren ZAGs erbrachten. Als Harry in Hogwarts aufgenommen wurde, hatte Snape sofort eine Abneigung ihm gegenüber, denn Harry erinnerte ihn an seinen damaligen Peiniger James Potter. Trotzdem beschützte er den Jungen so gut er konnte, versuchte zum Beispiel Professor Quirrell von ihm abzuhalten und tat auch bei Dolores Umbridge sein Bestes, um sie daran zu hindern, Harry Veritaserum einzuflößen.
Als Voldemort dann gegen Ende von Harrys viertem Schuljahr wieder an die Macht kam, schaffte er es, erneut sein Vertrauen zu gewinnen und arbeitete wieder als Spion für Dumbledore, indem er den Dunklen Lord glauben machte, er würde ihm wichtige Informationen über Harry und Dumbledore zukommen lassen. Snape gab Harry im fünften Schuljahr Unterricht in Okklumentik, um ihn vor Voldemorts Angriffen auf seine Gedanken zu schützen. Der Unterricht endete, als Harry es schaffte, in Snapes Erinnerungen einzudringen und Teile seiner Vergangenheit und damit auch die Demütigungen, welche Harrys Vater James ihm angetan hatte, zu sehen. Die beiden redeten jedoch nie über diesen Vorfall. Nach dem fünften Schuljahr gab Harry Snape die Schuld für die Ermordung seines Paten Sirius Black durch Bellatrix Lestrange. Snape hätte Sirius wegen seiner Zeit in Azkaban und der Tatsache, dass er im Gümmelplatz Nummer 12 wie eingesperrt leben musste, um nicht entdeckt zu werden, immer wieder verspottet. Harry war der Ansicht, dass Sirius ohne diese Vorwürfe sein sicheres Haus nie verlassen hätte, um im Ministerium gegen die Todesser zu kämpfen und dabei von Bellatrix getötet zu werden. Dumbledore war nicht dieser Ansicht, doch Harry beharrte darauf. In seinem sechsten Schuljahr kam Harry in den Besitz von Snapes altem Notizbuch der Zaubertränke, fand aber erst später heraus, dass Snape hinter dem Namen Halbblutprinz steckt. Als Dumbledore 1996 anfing, nach Horcruxen zu suchen und dabei den Wollustring fand, welcher den Stein der Auferstehung enthielt, konnte er nicht widerstehen, diesen anzulegen, um seine tote Mutter und Schwester wiederzusehen. Als sich der Fluch des Rings auf Dumbledores Hand ausbreitete, half ihm Snape und verlangsamte die Wirkung des Fluchs, sagte Dumbledore aber auch, dass er nur noch ein Jahr zu leben hätte. Seine Antwort überraschte ihn, denn Dumbledore bat Snape darum, ihn zu töten, bevor es Draco Malfoy tut, welchen Voldemort eigentlich dafür vorgesehen hätte. Damit wollte er die Seele des jungen Dracos schonen. Außerdem sollte Snape durch diese Tat Voldemorts volles Vertrauen gewinnen, sodass er noch mehr über dessen Pläne herausfinden kann. Snape, der ebenfalls die Notwendigkeit der Sache erkannte, willigte ein, jedoch nur sehr ungern. Dumbledore versicherte ihm, dass dieser Gnadenstoß, wie er es nannte, Snapes Seele nicht so beschädigen wird, wie ein Mord es tun würde. Kurz nach dieser Abmachung suchten ihn Bellatrix Lestrange und Narcissa Malfoy in Spinner's End auf und forderten von ihm einen unbrechbaren Schwur, bei welchem Snape versprechen musste, dem jungen Draco Malfoy bei seiner ihm von Lord Voldemort übertragenen Aufgabe zu helfen und diese zu übernehmen, falls der Junge scheitert. Snape leistet diesen Schwur ab. Und so geschah es dann auch. Snape tötete Albus Dumbledore, den größten Zauberer ihrer Zeit, mit dem unverzeihlichen Avada Kedavra-Fluch. Danach flüchtet er und verbrachte einige Zeit bei den Todessern, immer noch als Spion, während er heimlich Harry half. Er gab zum Beispiel die Idee Dumbledores für die sieben Harry Potters zur Ablenkung, als Harry den Ligusterweg verlassen musste, an Mandangas Fletcher weiter. Er belegte ihn jedoch danach mit einem Zauber, welcher ihn vergessen lässt, wer ihm dies erzählt hat. Auch während Harrys Flucht war Snape bei den Todessern zugegen, kämpfte aber versteckt gegen sie. Er benutzte seinen eigenen Zauberspruch Sectum Sempra, um die Zauberstäbe der Todesser zu zerstören. Jedoch traf er dabei versehentlich George Weasleys Ohr und verletzte ihn. Kurz nach dem Kampf während Harrys Flucht besuchte Snape den Gümmelplatz Nummer 12, wo er in Sirius Blacks Schlafzimmer einen Brief von Lily fand und ein Foto, auf welchem die lachende Lily zu sehen ist, während Harry als Baby auf einem Besen sitzt, daneben James. Er bricht in Tränen aus und reißt den Teil des Briefes, auf welchem alles Liebe, Lily, steht, ab. Auch reißt er das Bild in zwei und behält die Hälfte, auf der Lily zu sehen ist. Snape wurde zum neuen Schulleiter von Hogwarts ernannt, wo er nach Anweisungen von Dumbledore versuchte, die Schüler zu beschützen. Auch versuchte er, die Caro-Geschwister, zwei Todesser, welche als seine Stellvertreter fungierten und die Schüler regelrecht drangsalierten, so gut es ging, zurückzuhalten. Zum Beispiel versuchte er, die Schüler als Bestrafung eher als Hilfe zu Hagrid zu schicken, um sie nicht den grausamen Methoden der Caros auszusetzen. Trotzdem war er bei den Schülern als Mörder Dumbledores und scheinbarer Todesser verhasst. Über die Porträts im Schulleiterbüro konnte Snape in einer relativ eingeschränkten Art und Weise mit Dumbledore kommunizieren, welcher ihm weitere Anweisungen gab. Dumbledore hatte Harry eigentlich das Schwert von Gryffindor vererbt, jedoch möchte der Zaubereiminister es nicht weitergeben, da es Eigentum von Hogwarts ist. Doch Dumbledore hat das vorausgesehen.
Als der Zaubereiminister das Schwert konfiszieren möchte, nimmt er lediglich eine Fälschung mit, während das echte Schwert in der Wand hinter dem Porträt Dumbledores versteckt ist. Als das Schwert vom Ministerium wieder ins Schulleiterbüro zurückgebracht wurde, versuchten Ginny Weasley, Neville Longbottom und Luna Lovegood dieses zu klauen. Nach diesem Vorfall gab Snape die Fälschung an Bellatrix Lestrange weiter, die es in ihrem Verlies in Gringotts aufbewahrte. Auch war es Snape, der Harry das echte Schwert Gryffindors zur Zerstörung der Horcruxe auf Anweisung von Dumbledores Porträt brachte. Dabei dürfte Harry nicht wissen, dass es Snape war, der es ihm gab, da Snape sonst durch Voldemorts Macht Gedanken zu lesen als Spion entlarvt werden könnte. Also legte er das Schwert in einen zugefrorenen See und benutzte seine Patronusgestalt, welche wie die Lilies eine Hirschkuh war, um Harry zu dem Schwert zu führen. Auch wenn es nicht ganz klar ist, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass Snape immer wieder ein Auge auf Harry, Ron und Hermine während ihrer Suche nach Horcruxen hatte und eine für sie sichere Lage schaffen wollte. Snapes Amtszeit als Schulleiter endete nach einem Kampf, bei welchem sich die Hauslehrer Hogwarts gegen ihn stellten. Anstatt gegen sie zu kämpfen, floh Snape. Voldemort rief ihn dann in die heulende Hütte und teilte ihm mit, dass er glaube, dass Snape durch die Tötung Dumbledores nun der Besitzer des Elderstabs sei. Nur wenn Voldemort Snape töten würde, könnte er der Besitzer werden und den Stab voll einsetzen. Damit lag er falsch, denn zu diesem Zeitpunkt war Draco Malfoy der eigentliche Besitzer, da dieser Dumbledore entwaffnete. Voldemort befahl Nagini, Snape zu töten, diese biss in seinen Hals und injizierte ihm ein tödliches Gift. Im Sterben liegend gab Snape seine Erinnerungen an Harry weiter, der alles von einem Versteck heraus beobachtet hatte. Snapes letzter Wunsch ist es, dass Harry ihn ansieht. In seinen letzten Sekunden blickt er in Harrys Augen, welche ihn immer so sehr an Lily erinnerten. Severus Snape stirbt, in Gedanken bei seiner verlorenen Liebe Lily Evans. Harry brachte die Erinnerungen zum Denkarium und erfuhr die Wahrheit. Die Wahrheit über Snapes Kindheit, die ewige Schikane durch die Rumtreiber in seiner Zeit auf Hogwarts, dass Snape immer loyal gegenüber Dumbledore war und ihn als Spion unterstützte. Er erfährt, dass er selbst sterben muss, um Voldemort besiegen zu können, dass Snape ihn die ganze Zeit beschützen wollte und dass Snape Lily immer liebte. Snapes Leben war gezeichnet von Schmerz, Verlust und Hass. Ein Leben, welches tragischer kaum sein kann. Und trotzdem entschied er sich, für das Gute zu kämpfen, wurde zu einem der wichtigsten Personen im Kampf gegen Lord Voldemort und trug maßgeblich zum Sieg über dessen Herrschaft bei. Ein Mann, der beweist, dass, egal wie kalt man nach außen wirkt, man trotzdem ein Inneres aus Gold haben kann. Severus Snape, ein wahrer Held.